Hallo, heute begleiten wir Vanessa Calcagno bei ihrem Opernauftritt. Hier singt sie in der Zellstadt Merzig in der Oper Carmen. Doch zuvor möchten wir dich einmal fragen, wie lief es denn nach dem Supertalent? Nach dem Supertalent ging es so weiter, dass ich einen Vertrag bekommen habe bei Sony, eine CD aufgenommen habe, mein erster Traum in Erfüllung ging, dass ich im Tonstudio war und durfte meine CD aufnehmen. Das waren so 3 Tage. Meine Schwester war sogar dabei, hat mich unterstützt und es hat sehr viel Spaß gemacht. Kurz darauf wurden auch 4 Videos, Musikvideos aufgenommen und da hatte ich auch sehr viel Spaß, auch mit der Maske, so schön geschminkt werden und meine Songs immer und immer wieder nochmal singen, von dieser Position, von dieser Seite. Und das war auch eine neue Erfahrung, die ich gemacht habe und die sehr viel Spaß gemacht hat. Kurz darauf, nach den Videos, erschien dann auch im Januar meine CD, die aufgenommen wurde. Und kurz darauf wieder gingen wir dann mit allen Supertalenten auf Tournee. Wir waren dann, glaube ich, 14 Tage unterwegs durch ganz Deutschland. Das ist ja schön. Das war auch super. Jede Stadt war wiederum von den Leuten anders. Trotzdem kam es uns vor, als ob wir jeden Abend in der gleichen Halle wären. Also wir haben nicht viel von der Stadt gesehen, wir haben dann immer nur die Halle gesehen. Aber die Leute haben immer unterschiedlich reagiert. Manche mehr, manche weniger, aber es war eine schöne Zeit. Wir haben uns sehr zusammengeschweißt, die Gruppe. Und es war schön im Tourbus, haben viel gelacht. Und nach der Tour, wie ging es denn da weiter? Da kamen einige Auftritte im Fernsehen, hatte ich mehrere Auftritte im Fernsehen. Die haben auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte einige Galas, große, kleine. Und dann kam auch meine erste Opernrolle dazu, Carmen, in der ich die Frasquita gesungen habe. Eine Herausforderung eigentlich. Ich wusste nicht, ob ich diese Rolle annehmen sollte oder nicht, weil ich nie mit anderen zusammengesungen habe. Ich hatte noch nie vorher mit einem Orchester zusammengesungen. Und ja, habe das dann gemacht und hat sich herausgestellt, dass das sehr viel Spaß gemacht hat. Und wie man so schön sagt, ich habe dann Blut geleckt, dass ich das auch für die Zukunft machen möchte. Also das ist genau das, was ich machen möchte. Ich möchte auf einer Opernbühne stehen. Und daran werde ich jetzt auch arbeiten. Erzähl uns doch mal etwas über diese Carmen-Oper. Also mit Carmen haben sie ganz viele Proben begonnen. Also wir haben fast über einen Monat vorher geprobt zuerst mit allen zusammen. Und mit dem Orchester kam es dann erst kurz vor der Generalprobe, haben wir 2 Proben gehabt. Ein super Orchester aus Weißrussland, glaube ich. Es waren sehr viele daran beteiligt an dieser ganzen Oper. Wie viele in etwa? Ich weiß nicht, wie viele. Es war ein ganzer Chor, der da war. Wir waren, glaube ich, 10 Darsteller. Ja, kurz vor unserem Auftritt wurden wir dann auch immer schön geschminkt, in der Maske. Da hatte jeder, glaube ich, so eine Viertelstunde, dass man dann eingepudert wurde, wurden Wimpern aufgeklebt und schön roten Mund gefärbt. Das Mikro wurde angebracht. Ich hatte es an einer ganz blöden Stelle, da man dachte, ich hätte einen Pickel an der Stirn, aber egal. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und die Kostüme, wir hatten vorher ganz viele Anprobe, was für ein richtiges Kostüm passt zu wem, wie wird es am Ende doch aussehen. Und die Leute waren alle sehr nett, das hat echt Spaß gemacht. Kurz vor unserem Auftritt hatten wir dann immer eine Zeit, bevor die Leute ins Zelt rein durften, mussten wir dann immer noch mal ins Zelt rein, um Soundcheck zu machen und zu probieren, ob das Mikro läuft. Ah, das ist Camillo, el Torero. Der hat ja so fantastisch in Spanien gekämpft. Noch was? Was soll ich denn sagen? Keine Ahnung. Nee, wir kommen heute nicht mit. Nein, meine Herren, leider nicht. Reden, mal kurz singen. Eine Sache von 3 Minuten, nicht mehr. Diese Version von Carmen spielt im Jahre 2011 in Sevilla, in Spanien. Und es ist so dargestellt, so ein bisschen schlechteres Milieu.
Und welche Ziele gibt es denn für die Zukunft? Ach, ich habe ganz viele Ziele, die ich noch verwirklichen möchte. Ob ich die alle erreiche, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall werde ich weiterhin an meiner Karriere arbeiten, hart arbeiten. Werde wahrscheinlich wieder anfangen zu studieren, weil ich möchte wirklich auf die Opernbühne. Und das ist so ein Ziel, das ich mir jetzt so langsam anfange zu verwirklichen. Also wie ich was machen will. So, das muss jetzt so Bausteine eins auf das andere draufstellen. Trotzdem werde ich weiterhin Konzerte singen, weiterhin Auftritte haben. Aber mein Traum ist es, auf der Opernbühne zu stehen. Also ich bin sicher, dass wir von der Vanessa Calcagno in der Zukunft noch einiges hören werden.